Cari allievi, benvenuti a questo video di Schularena. Thema seien die Verneinungen. Es geht also darum, dass du die wichtigsten Negationen anwenden kannst. Auf Italienisch le negazioni. Im Italienischen haben wir nämlich eine Spezialität mit der doppelten Verneinung. Im Deutschen, wenn wir etwas eigentlich doppelt verneinen, wäre es eigentlich eine Bejahung. Beispielsweise, es ist nicht unwahrscheinlich. Also nicht un heißt, es ist eigentlich wahrscheinlich. Im Italienisch genau das Gegenteil. Schauen wir uns zunächst aber die Stellung im Satz an. Wir haben hier aufgelistet die einzelnen Satzbausteine. Zunächst einmal also das Subjekt, das man eigentlich immer weglassen kann in Form eines Personalpronomens. Also ich, io. Dann die Verneinung mit nun steht dann immer vor dem konjugierten Verb. Hier würde es heißen, ich verstehe nicht, io nun capisco. Also nun an sich steht für nicht. Es gibt jetzt aber mehrere Arten von Verneinungen. Und dann kann man quasi diese Verdoppelung an den Schluss stellen nach dem konjugierten Verb. Zum Beispiel, ich verstehe nichts, io non capisco, niente oder nulla. Nulla kann man sich etwas vorstellen, oder ich verstehe null. Nulla ist dasselbe wie niente. Dann ein nächstes Beispiel. Auch wieder zuerst das nun und dann steht dahinter dann io non capisco più. Also ich verstehe nicht mehr. Man sieht hier auch die Parallelen zum Französischen mit non plus. Also plus, più, non più, nicht mehr. Weiter wäre es dann ich verstehe nicht. Oder noch nicht, also io non capisco ancora. Also noch nicht. Ancora kennt man vielleicht so aus dem Restaurant, aus dem Essensbereich. Ancora, ancora, noch mehr. Also non ancora, noch nicht. Danach ein weiteres Beispiel mit nie. Also ich verstehe nie. Io non capisco mai. Nie, niemals. Französisch haben wir jamais, mai auf Italienisch. Hier sehen wir also wieder die Parallelen zu dieser romanischen Sprache. Okay, abschließend noch niemand oder hier im Akkusativ niemanden. Also hätten wir zum Beispiel in China. Non capisco nessuno. Also ich verstehe niemanden. Okay, wir sehen auf dieser Folie gut abgebildet, dass nun bleibt immer, egal was quasi bei der Verdoppelung kommt, und es steht immer auch vor dem konjugierten Verb. Also wir haben hier die Bedeutung niente oder nulla für nichts. Eselsbrücke 0. Dann haben wir non più für nicht mehr. Französisch non plus. Oder ne plus, Entschuldigung. Dann non ancora für noch nicht. Französisch encore. Dann non mai für niemals. Französisch ne jamais. Und abschließend niemand. Nun nessuno. Schauen wir uns doch einen Spezialfall an in Bezug auf die Fälle. Ihr habt jetzt vorher gehabt, nun niente oder nun nessuno.
Das bedeutet hier übersetzt, ich verstehe nichts, also ich verstehe wen oder was, da wir sie im Akkusativ stehen. Wenn man das Ganze jetzt dreht und sagen möchte, nichts ist unmöglich, also wer, wäre hier das Subjekt niente, è impossibile. Das heißt, hier steht niente als Subjekt und somit am Anfang ohne doppelte Verneinung. Also ist genau umgekehrt. Dasselbe können wir auch festhalten mit niemanden, wie vorhin, also non capisco nessuno, wen oder was im Akkusativ. Wenn man jetzt sagen möchte, niemand versteht, nessuno capisce, würde es auch hier wieder heißen, es steht zu Beginn ohne doppelte Verneinung vor dem Verb und dann im Nominativ, also als Subjekt, niemand versteht. Also das ist hier eigentlich noch diese Finesse in Bezug auf die Satzstellung und die Kombination, das hat eigentlich mit dem Fall zu tun. Machen wir daraus einige Beispiele. Auf der linken Seite steht immer ein Satz, so wie man es oft hören könnte, und rechts daneben dann immer eine Verneinung mit no oder eben nun. Also Beispiel, ti piace scrivere? No, non mi piace. Okay, dann haben wir, compri qualcosa? Kaufst du etwas? Nein, ich kaufe nichts. Würde lauten, no, non compro niente. Oder nulla als Synonym. Piove ancora? Regnet es noch? Nein, es regnet nicht mehr. Also no, non piove più. Oder sei già pronto? Bist du schon bereit? Nein, ich bin noch nicht bereit. No. Non sono ancora pronto. Vai sempre nello stesso bar? Gehst du immer in die gleiche Bar? Nein. Non vado. Ich gehe nie in die gleiche Bar. Non vado mai nello stesso bar. Abschließend, vengono tutti alla festa? Nein, es kommt niemand. No, non viene nessuno. Sono tutti malati. Oder, wenn man sagen würde, niemand kommt, wie vorhin besprochen, kommt das Subjekt an erster Stelle und heißt dann, auf die Frage, vengono tutti alla festa? Nessuno viene. Also fettgedruckt haben wir immer solche auslösenden Wörter, wo die eigentlich genau dann das Gegenteil auslösen würden bei einer Verneinung, wie zum Beispiel noch, ancora, non più. Oder già, schon, non ancora. Oder sempre, im Gegenteil, mai. Tutti, alle, Gegenteil, niemand, nessuno. Auch zu diesem Thema haben wir eine Online-Übung erstellt, um zu wiederholen und zu trainieren. Hier haben wir einen Direktlink via QR-Codes oder darunter einen Kurzlink, den ihr hier eingeblendet seht.